Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den März 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Bevor wir anfangen, noch der Hinweis: Es gibt auch diesmal wieder eine Verlosung. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, ihr Lieben, einerseits habt ihr einen sehr sexy und romantischen Monat vor euch. Die Sterne funkeln da ganz schön für euch. Andererseits sieht es aber auch nach etwas Liebeschaos aus, besonders für Skorpione, die mit Arbeitskollegen anbandeln. Ab dem 10. tauchen für Skorpionfrauen neue knackige Verehrer auf. Es wird also ein sinnlicher, aber etwas unruhiger Monat. Die langfristigen Aspekte, also der Erlebnishintergrund zunächst mal für euch. Da ist das Trigon zu Neptun, hier für euch im fünften Haus. Macht euch sinnlich und ein bisschen softer auch als normalerweise und macht euch offen für romantische Begegnungen. Ist ein sehr, sehr schöner Aspekt. Wirkt besonders auf die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. November. Aber vielleicht habt ihr ja auch die Venus oder den Mars in diesem Bereich stehen im Horoskop und der würde dann auch einen schönen Aspekt empfangen. Da wäre dann vielleicht mal eine Beratung lohnenswert, um das rauszufinden. Auch gut für euch ist das Sextil zu Pluto, hier aus dem Steinbock heraus, günstiger Aspekt auf die Skorpionsonne, stärkt eure skorpionischen Kräfte, also all die Dinge, die euch so ausmachen, das Geheimnisvolle, das Tiefschürfende, aber auch ein bisschen so dieses Bohrende und Unnachgiebige, das wird dadurch natürlich auch verstärkt, zumal Pluto ja im Steinbock steht und da so schon eine gewisse Härte ausstrahlt. Aber wie gesagt, im günstigen Aspekt zu eurer Sonne, auch, das bedeutet auch Begegnungen, die Unterstützung versprechen und Begegnungen mit einflussreichen Leuten. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 14. November Geburtstag haben. Jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Ich habe ja hier den Neumond eingestellt vom 26. Februar, denn der gibt für die nächsten 4 Wochen das Thema vor. Und auch der spielt sich ab für euch im fünften Haus der Lebensfreude und der Sexualität und Erotik. Also diese Tantra-Konstellation ist vom Neumond ausgelöst und in den nächsten 4 Wochen besonders wichtig. Und weil es aber eine Sonnenfinsternis ist, kann es sein, dass das Thema sich noch das ganze Jahr für euch hinzieht. Wenn ihr eben jemand habt, mit dem ihr das austauschen könnt, ist das natürlich eine tolle Sache. Aber wäre vielleicht auch eine Idee für Singles unter euch, mal so einen Tantra-Workshop zu besuchen. Die gibt es ja, glaube ich, auch für Singles. Vielleicht lässt sich da ja jemand Neues kennenlernen. Das würde auch zu der Konstellation passen. Genau. Gut, und der Monat startet dann für euch weiterhin mit vielen Konstellationen, die gut zur Skorpionsonne stehen hier. Die Sonne ist gut, ist ein schöner Vitalaspekt für euch. Übrigens auch gut, um Sport zu treiben. Neptun weiterhin, der Romantikplanet, alles zum Start des Monats für euch günstig gestellt. Auch der Merkur, also ihr findet auch die richtigen Worte im Gespräch. Und das steht eben alles sehr gut. Genau, ich habe mir bei Merkur in 5 noch aufgeschrieben, romantische Verbalerotik. Die Skorpione sind da ja oft recht drastisch, aber eben im Zusammenhang hier mit dem Neptun vielleicht einfach auch doch ein bisschen sanfter gestimmt. Genau. Dann habt ihr einen Top-Tag am 3.3. Da könnt ihr jemanden mit den richtigen Worten bezirzen. Das ist eine schöne Auslösung da für euch. Und ihr habt den Mond im Partnerbereich. Und am 4.3. wird die Venus ja dann rückläufig und damit kommen wir zu dem Chaos im Büro, was ich meinte. Also diese ganze Venus-Konstellation spielt sich jetzt in eurem 6. Sonnenhaus ab. Das ist das Haus für den Joballtag und da könnten vielleicht Liebes- und Flirtsgelegenheiten für einiges Chaos sorgen. Müsst ihr mal schauen, wie sich das nun für euch auswirkt. Wenn ihr natürlich Planeten im Schützen habt, würde da die Venus auch wieder günstig zu euch stehen. Aber wie gesagt, zur Skorpionsonne kann das durchaus ein bisschen prickelnd sein, aber eben auch vielleicht zu etwas unkontrollierbaren Momenten führen. Genau, und das spürten bis zum 16. März besonders die Skorpione der zweiten Dekade und dann bis zum 31. März der ersten Dekade. Genau. Und dann ist wieder ein Top-Tag am 7.3. für euch und zwar für Singles. Das ist besonders schön für Affären und Romantik, diese Konstellation, weil da nämlich der Mond hier diese Romantikkonstellation bei euch auslöst und da günstig für euch steht.
Dann haben wir am 10.3. eine sehr wichtige Veränderung für euch, wenn nämlich der Mars ins Zeichen Stier geht und damit für euch ins Partnerhaus in einen Oppositionsaspekt. Also das ist so ein Gegenüberaspekt. Das ist einerseits sehr gut für Begegnungen, besonders für Skorpion Frauen, denn da ist der Mars dann auch der knackige, sinnliche Verehrer, der jetzt ins Leben tritt. Es kann aber auch zu Konflikten führen. Also jetzt für euch selber bedeutet einfach eine Opposition zum Mars, dass es Auseinandersetzungen geben kann. Jetzt vielleicht in der Partnerschaft oder eben überhaupt mit Leuten, mit denen ihr zu tun habt, in der Begegnung, ganz allgemein. Also da müsst ihr verstärkt aufpassen dann für den Rest des Monats, dass es da nicht zu Auseinandersetzungen kommt, die vielleicht unangenehm werden. Und außerdem bringt es eben auch Reizbarkeit mit sich. Ne? Bis zum 24. März betrifft das besonders die Skorpione der ersten Dekade und bis zum 31. dann geht der Mars bis zur Mitte der zweiten Dekade Skorpion. Also passt da bitte ein bisschen auf. Ja? Der Vollmond am 12. Kann für euch bedeuten, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, das Liebeschaos mit guten Freunden zu besprechen. Denn der Mond ist hier eine Jungfrau für euch im Freundschaftsaspekt, ne, der Vollmond, und der kann dann auch da ein Licht drauf werfen. Außerdem steht das gut für euch auf der Achse Freundschaft und Lebensfreude durchaus. Ne? Insofern, falls ihr also in ein Liebeschaos hineingeschlittert seid, findet ihr vielleicht guten Rat bei Freunden, die sich da auch dann vernünftig äußern können vielleicht und euch da weiterhelfen können. Genau, dann am 13. geht der Merkur dann auch noch ins Sechsthaus des Joballtags. Also da geht dann immer mehr Energie auch dahin, dass man da auch mal drüber reden will. Und bildet dann auch diese Konjunktion mit der Venus, wo es vielleicht zu einem Liebesgeflüster kommt. Und am 20. geht ja dann auch noch die Sonne, wenn sie in den Widder geht, in euer sechstes Haus. Also da ist eine geballte Energie mit diesem Thema. Und die kritische Phase, die am 24. beginnt, die scheint sich eben auch vielleicht auf den Joballtag bei euch zu beziehen. Eventuell auch Gesundheitsfragen. Ja, Sechshaus kann auch Gesundheitsthemen mit sich bringen. Also Reizbarkeit vielleicht, auch mit Uranus hier, ne, dass ihr da vielleicht irgendwie nervlich ein Problem kriegt. Eine gute Idee wäre vielleicht verstärkt B-Vitamine, so ein Komplex B-Vitamin einzunehmen. Das kann da echt helfen. Ne, also wie gesagt, diese kritische Phase spielt sich wohl hauptsächlich da ab, in den Bereichen. Da kann auch einfach mal ein Rückzug helfen, eine Meditation, dass ihr wieder zu euch selbst findet. Und auch gut ist, wenn man nicht unbedingt auf seinem eigenen Standpunkt beharrt. Und gerade am 24. selbst und am 25. Wird diese kritische Phase nochmal stärker ausgelöst von den schnellen Planeten, einmal Merkur, also worüber wir reden, ne? Und dann eben die Venus. Das heißt, ihr könntet spontan Liebesgefühle offenbaren, was euch dann beruflich schaden könnte. Solltet ihr euch also verliebt haben in den Arbeitskollegen, dann würde ich euch empfehlen, da den Ball erstmal flach zu halten und erstmal zu eruieren, ob das überhaupt Zukunft haben könnte, bevor es dann eben Gerede im Büro gibt. Das wäre ja schade. Das mögt ihr ja auch sowieso gar nicht als Skorpione. Am 26. ist dann aber trotzdem während dieser Phase nochmal ein guter Tag für euch, weil da einfach der Mond in den Fischen steht und nochmal die Tantra-Konstellation auslöst. Das ist bestimmt schön. Und der Neumond geht dann auch für euch ins sechste Haus am 28. Das ist vielleicht eine Neuausrichtung im Joballtag. Habe ich euch ja schon an mehreren Stellen vorhergesagt, dass für euch technische Neuerungen im Büro und im Arbeitsumfeld wichtig sind. Also falls ihr euch noch nicht mit dem Internet angefreundet habt, dann macht das ruhig, weil ihr dann eben auch besser im Geschäft bleibt. Und gesundheitlich kann es bedeuten, dass Therapien, die mit Rhythmus zu tun haben, oder auch moderne Therapien, die vielleicht auch da so ein bisschen zwischen Wissenschaft und alternativen Heilmethoden angesiedelt sind, euch da helfen könnten. Da könnt ihr ja zu dem Neumond mal drüber nachdenken. Und am 31. geht dann der Merkur für euch ins Partnerhaus auch. Und in den Wochen darauf, das bringt das also nochmal eine verstärkte Aktivität für neue Begegnungen. Das ist dann auch wieder schön für die Liebe. Ja, liebe Skorpione, soweit eure Konstellationen für den März. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr einen Beratungstermin bei mir buchen oder auf meiner Hotline anrufen. Hierfür bitte erst das Kundentelefon anrufen, wird hier eingeblendet und steht unten in der Videobeschreibung, und dann einen Termin mit mir machen. Oder ihr könnt bei der Verlosung gewinnen und eine Beratung bekommen. Und das geht so:
Ihr abonniert meinen Kanal und schreibt mir eine nette Nachricht. Hinterlasst mir also einen netten Kommentar hier auf dem YouTube-Kanal. Da würde ich mich freuen und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und am 11. und 12. März ist mein nächster Workshop, ein Webinar. Da geht es um Liebe und Beziehung im Horoskop, Synastrie und Kombinhoroskop lernen wir da. Ist was für Fortgeschrittene, aber vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen. Damit wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute mit den Sternen.